Ich sitze im Café Venezia und trinke Milchkaffee in der Innenstadt. Alles um mich rum ist wie ein einziges Klischee. Die Innenstadt, das Getränk, das Café. Aber es ist kein Klischee, weil dieser Ort in Deutschland tausendmal existiert und darum kann es kein Klischee sein. Der einzige Unterschied an dieser abstrakten Monotonie ist, dass in anderen Städten der Name des Cafés vielleicht Roma ist und andere Personen vielleicht Latte Macchiato trinken und neben dem Tisch statt Karstadt eine H&M-Tüte steht. Aber ich habe keine Tüte, ich hasse Shoppen. Beziehungsweise hasse ich es nicht, ich kann's einfach nicht. Schon wenn ich aus der frischen Luft durch das Portal gehe und plötzlich völlig sinnüberreizigen Geruchsbrei der Douglas-Abteilung ausgesetzt bin, habe ich nur noch zwei Möglichkeiten. Sofort aus dem Laden rennen oder dem Vertreter des hiesigen Telefonanbieters hinter seinen klappbaren Verkaufsstand zu kotzen. Und obwohl dieser mir das wahrscheinlich nicht mal übel nehmen würde, wenn ich kurz darauf eine neue Mega-Flat-Rate bei ihm buche, entscheide ich mich für die erste Variante und lande in einem der 1000 Cafés und trinke einen der 1000 Milchcafés und alles um mich rum wirkt wie ein einziges Klischee. Aber ich will anders sein. Und darum hole ich nicht meinen Laptop aus der Tasche, sondern schreibe in ein kleines schwarzes Buch mit der Hand und einen Kugelschreiber. Und obwohl ich meine Schrift kaum lesen kann. Aber das reicht mir nicht und darum schreibe ich keine SMS mit meinem neuen iPhone, sondern kaufe mir die Taz. Und dann bestelle ich mir keinen Milchkaffee, sondern unter den verwirrten Blicken des Kellners eine Fassbrause. Die der Laden natürlich nicht führt. Und darum sage ich erschrocken, was? Und füge vorwurfsvoll hinzu, so ein renommiertes Etablissement und keine Fassbrause. Und dann ziehe ich eine Augenbraue hoch und schnalze mehrfach mit der Zunge. Und dann nehme ich doch wieder einen Milchkaffee, aber ich bin zufrieden und darum geht's doch. Und dann lehne ich mich zurück, schlage die Zeitung auf, ärgere mich, dass die Taz so einen beschissenen Sportteil hat, schlage die Zeitung wieder zu und beobachte Menschen. Ja, Menschen. Sie flanieren am Café vorbei und im Gedanken gebe ich ihnen Jobs, verpasse ihnen Charaktereigenschaften und schätze die Restlaufzeit von glücklich wirkenden Paaren. Und wenn ich dann einen besonders hässlichen Mann mit einer besonders schönen Frau sehe, überlege ich, ob er Künstler, Schauspieler, Musiker oder einfach nur reich ist. Und wenn ich dann einen besonders schönen Mann mit einer besonders hässlichen Frau sehe, überlege ich, ob sie Künstlerin, Schauspielerin, Musikerin oder einfach nur reich ist oder ob er aus Bequemlichkeit einfach nur den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Und weil mir einzelne Menschen irgendwann zu langweilig werden, nehme ich mir dann unsere komplette Generation vor und lande bei der Frage, was das überhaupt für eine ist. Das war früher einfacher. Du warst Swing oder Walzer, Rock'n'Roll oder uncool, Hippie oder Spießer. Zugegeben, die 80er waren auch gefickt, aber die hatten wenigstens noch Mixtapes. Unsere Generation kann alles und ist genau darum nichts. Heute geht man auf einen Online-Shop und wenn nicht gerade für einen Mindestlohn gestreikt wird, ist man 24 Stunden später Hippie, Gothic, Skinhead, Rastafari, Autonom, Skat, Nazi-Punk, Metaller, Emo, Rockabilly, Metrosexuell, Alternativ, Techno, Skater, Proll, Rocker oder Hip-Hopper. Und selbst dann muss man noch höllisch aufpassen, dass es nicht zu Verwechslung kommt, weil Nazis nicht nur den Skinhead-Style kopieren, sondern plötzlich auch autonom aussehen wollen. Emo muss die Haare manchmal wie Gothics tragen und Techno die Hosen von Hip-Hopern. Und weil Proll sich die Frisuren der Punks ausbauen, während Metrosexuellen aus Style-Gründen deren Hosen anziehen. Nach dem Waschen natürlich. Was soll das denn bitte für eine Generation sein? Warum muss ich gerade jetzt leben? Rufe ich laut, was im Café für einen kurzen Moment peinlicher Stille sorgt. Der Kellner sieht mich ratlos an und wendet sich dann wieder dem Fassbrause-Eintrag bei Wikipedia zu. Sehr schön. Sehr schön. Das ist es also, wird mir in diesem Moment klar. Das ist also der gemeinsame Nenner. Ich sitze im Café Venezia und trinke einen Milchkaffee und bin ganz klar ein Teil der Generation Internet. Die Euphorie über diese Antwort auf diese Frage hält circa 2 Sekunden an. Dann fühle ich mich wie ein Sozialpädagoge, dessen Klient gerade stolz erklärt, dass er keine Alkoholprobleme mehr hat, seit er Heroin spritzt. Generation Internet. Na toll. Während früher versteckte Orte gesucht wurden, um heimlich Musik zu hören, versuchen wir herauszufinden, wie unsere IP-Adresse ist. Während bei Elvis und den Beatles eine ganze Generation trotzig die Röcke kürzt und sich Pomade ins Haar schmierte, ärgern wir uns über schwere Ausnahmefehler. Während wir uns im 10. Social Network Portal anmelden und versuchen, unsere Online-Spielsucht in den Griff zu bekommen, lebten andere in echten Kommunen und hatten echte Drogen. Naja, nicht alle.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum sich die Leute im Osten Faustan oder Blauen Würger in den Kopf knallen mussten, obwohl Afghanistan von den Russen besetzt war. Nein, ich will nicht die Generation Internet sein. Darum bezahle ich meine Rechnung beim Kellner, der gerade nebenbei am Telefon eine angestrengte Diskussion mit seinem Getränkelieferant führt. Und beschließe, eine eigene Generation zu sein. Kann ja auch nicht so schwer sein. Wenn selbst ein paar drogensüchtige Schriftsteller mit unaussprechlichen Namen wie Kerouac oder Burroughs eine eigene Beat-Generation gründen können, kann ich das schon lange. Und dann mache ich das einfach. Und dann bin ich halt eine neue Generation. Eine Generation, die tolerant gegenüber Toleranten ist, die mit Pennern spricht und Millionäre duzt. Eine Generation für gute Musik, für gute Bücher, für gute Kunst, aber gegen Konsumwaren, Krieg und Überwachung. Eine Generation ohne Neid, aber mit Fassbrause.